heutigen Event. Und zwar wird uns gleich Sarah Joy Laube etwas aus einem relativ anderen Feld erzählen. Und zwar ist sie Studentin im Game Design an der HTW Berlin und hat an sich nach dem Abi eine Ausbildung als Goldschmiedin gemacht und hat aber dann bemerkt, dass ihr neben der Kreativität ein gewisser technischer Aspekt fehlt und hat sich dann fürs Game Design entschieden. Und darüber werden wir heute mehr erfahren. Ja, hallo. Ich hoffe, man kann mich hören. Ja. Könnt ihr mich verstehen? Ja, super. Okay. Okay. Alles klar. Gut, ja, ich bin Sarah. Ich bin Game Designerin im 6. Semester und hoffe, trotz der Corona-Umstände im nächsten Semester meinen Bachelor fertig zu schaffen. Und würde euch jetzt gerne in diesen 12 Minuten einfach einen kleinen Einblick in mein Studium geben, anhand von ein paar Arbeiten, die ich im Laufe des Studiums gemacht habe, ein paar Projekte zeigen. Alles werde ich euch nicht zeigen können, weil es doch sehr viel ist. Aber ich hoffe, dass ihr was Interessantes davon mitnehmen könnt. Erstmal so ein paar Eckdaten. Das ist ein Bachelor of Arts. Das ist ein sehr künstlerisch-technischer ausgelegter Studiengang. Gegründet in 2009 von Susanne und Thomas Bremer, die leiten den Studiengang. Und das Studium ist ein sehr portfolio- und kompetenzorientierter Studiengang. Heißt, wir kommen quasi als vollwertige Game Designer raus mit viel praktischer Erfahrung, die wir im Studium gesammelt haben, da wir ganz, ganz viele Projekte hier machen. Genau. Ich gebe euch erstmal hier nochmal so einen groben Überblick, wo es hier hingeht. Ich habe es mal so ein bisschen aufgebaut, wie das Studium aufgebaut ist. Und zwar einmal hier im Grundstudium die Grundlehre Gestaltung, Grundlehre Spiel und Spieltechnik. Man könnte auch sagen, das sind so ziemlich die drei Bereiche der Spieleentwicklung. Also das künstlerisch-gestalterische, das spielerische, bei dem Spielmechaniken erlernt werden und analysiert werden, und die Spieltechnik, bei der es ums Programmieren geht und um die Game Engine und alles Technische drumherum. Dann zeige ich euch nochmal ein paar Projekte, die ich gemacht habe, nur Ausschnitte davon leider. Und gehe nochmal kurz über zum Praktikumssemester, das im 6. Semester stattfand. Da sind wir in einem Betrieb gewesen, für 90 Tage macht man das. Und dann nicht zuletzt noch den Bachelor, an dem ich gerade noch sitze, wo ich euch nur einen kleinen Einblick erstmal geben kann, weil einfach noch nicht so viel da ist. Genau. Also zuallererst einmal zur Grundlehre Gestaltung, an den Kompetenzen, die hier so vermittelt werden. Startet es bei Recherche, Methoden zur Recherche für Inhalte, für die Spiele, Methoden zur Content Generation und Ideation, heißt so viel wie für Methoden für schnelles zeichnerisches Brainstorming, um in eine Art Ideenflow zu kommen, um eine Masse an Ausgangsprodukten zu produzieren, aus denen man dann das Schöne herausnimmt, um das dann eben weiterzuentwickeln für ein Spiel. Dann natürlich auch Character Design ganz intensiv. Was erzählt eine Figur über ihr Aussehen? Wie kann man die Narrative in einer Figur verkörpern, die sie ausstrahlen soll? Was nehmen Spieler allein schon in der Wahrnehmung von der Silhouette des Charakters wahr? Was kann man da alles schon suggerieren und mitgeben? Und natürlich auch die Grundlagen der Animation. Da haben wir dann eine 2D-Animation über unsere kleine Schattenfigur angefertigt und somit auch die Grundlagen der Animation mitgenommen. Genau. Und das Ganze haben wir dann auch nochmal in einem großen Projekt angewandt. Bei der Maquette, die habe ich hier auch im Hintergrund, wenn ihr meine Kamera seht, ich weiß es nicht, habe ich sie hier auch nochmal physisch stehen, wo wir einen kompletten Charakter entwickelt haben, in meinem Fall einen Crash-Test-Dummy, der zum Leben erweckt ist, über dieselben Methoden eine Narrative entwickelt, mit Silhouetten gearbeitet und das Ganze dann nochmal plastisch aus Sculpey geformt, um eben ein Gefühl für die Plastizität und Körper und Dreidimensionalität von einem Charakter zu kriegen. Genau, und damit wäre ich dann auch schon bei dem nächsten Modul, das wäre Grundlehre Spiel. Da haben wir damit angefangen, mit der Analyse von Spielsystemen, also bereits bestehende Spiele betrachtet, ihre Zusammenhänge erkannt und herauskristallisiert, ihre Mechaniken verstanden, um daraus dann eben eigene Spielsysteme zu konzipieren.
Beim Konzipieren von den eigenen Spielsystemen benutzen wir gerne analoges Prototyping-Material, also Holzblöcke oder Legosteine, um erstmal so die Grundlagen des Systems zu erarbeiten, ohne sich jetzt groß mit technischen, digitalen Sachen auseinandersetzen zu müssen. Und auf diese Weise entstehen dann meistens sehr schöne kleine Spielexperimente, auf deren Basis man dann was aufbauen kann. Genau, dazu gehört dann natürlich auch noch die Erschaffung von Regelwerken und das Playtesting und Balancing, bei dem das Spiel immer wieder gespielt wird und ausgeglichen wird, damit das Ganze auch wirklich eine Balance hat. Genau, und dann gibt es Spieltechnik, wie erwähnt. Das sind drei Module, also über drei Semester geht es. Da haben wir damit begonnen, mit Python zu programmieren, quasi aus der Textdatei heraus kleine Programmierexperimente gemacht, um erstmal das Programmieren zu erlernen. Hier in diesem Fall zeige ich euch einfach mal so eine kleine Space Invader-Bewegung oder so eine Nachmache von dem klassischen Spiel Pong. Das lädt gerade, ich glaube, ja. Genau, und das sind so rudimentäre kleine Programmierexperimente, die wir am Anfang gemacht haben, bevor es dann richtig losging. Ab dann arbeiten wir eigentlich meistens mit der objektorientierten Programmiersprache C# und der Unity Game Engine, in der wir quasi eine Umgebung haben für unser Spiel, in der alles so ein bisschen zusammenkommt. Da kann man dann zum Beispiel Komponenten von Unity verwenden, da ist schon bereits sehr viel enthalten, oder man programmiert eben seine eigenen Komponenten noch hinzu. Und darin entsteht dann sozusagen das digitale Spiel. Genau. Jetzt zu meinen Projekten. Da habe ich euch eine Auswahl getroffen, die ich euch zeigen möchte. Es hat angefangen mit einem 2D-Spiel, der Einfachheit halber. Das ist bei uns dann herausgekommen als ein Spiel fürs Tablet, in dem man einen kleinen Armadillo spielt, ein Gürteltier, welches man durch sein Labyrinth führen muss, indem man die Schwerkraft durch das Tablet ändert. Und er sammelt seine kleinen Babys ein. Und das ist das Ziel des Spiels, im Labyrinth die verteilten Armadillo-Babys aufzusammeln und dabei die Rätsel zu lösen. Genau. Ja, weiter geht's. Dann gab es ein 3D-Spiel. Das war bei mir Abstract Aspect, hieß es am Ende. Das ist ein dreidimensionales Puzzlespiel, welches die Perspektive nutzt. Also es gibt zwei Perspektiven, einmal die orthografische und einmal die perspektivische Ansicht, in der man Puzzleteile herumschieben muss, bis sie eben von vorne die gewünschte Form ergeben. Also ein klassisches Puzzlespiel. Auch hier lädt noch das GIF, vielleicht kommt es gleich. Da haben wir jedenfalls mehrere Level konzipiert und auch ordentlich playtesten können mit einigen Besuchern. Da warte ich jetzt nicht drauf, das zeige ich euch vielleicht gleich noch, weil wir haben nicht so viel Zeit leider. Genau, und dann gibt es aber auch noch andere Projekte, die nicht digital ablaufen, sondern analog. Also wenn man sich dafür interessiert, kann man auch ruhig mal ein analoges Spiel gestalten. Es muss nicht immer alles digital sein. Hier in diesem Fall haben wir ein Spiel gestaltet, das hieß Stick It, und es dreht sich um Aufkleber und ist gedacht für eine WG. Es ist quasi ein soziales Spiel mit Aufgaben im realen Leben, die absolviert werden müssen, um als Belohnung Sticker zu bekommen, die dann gemeinsam als WG auf eine Trophäe geklebt werden können. Natürlich noch mit ein paar Spielemechaniken dabei, auf die ich jetzt nicht tiefer eingehe. Aber das war auch ganz interessant, das konnten wir auf einer Messe auch testen, in kleiner Version mit den Besuchern, die vorbeiliefen, und es hat auch viel Spaß gemacht. Genau, und mein letztes, aktuellstes Projekt war ein Virtual Reality Projekt, ein Multiplayer-Erlebnis, wo man sich zu zweit in der virtuellen Realität online trifft. Und ein Spieler ist eine ganz, ganz große Person, und der andere Spieler ist eine ganz, ganz kleine Person. Die haben auch unterschiedliche Rollen. Der Große baut aus diesen Blöcken dem Kleinen eine Struktur, worauf der Kleine dran herumklettern kann, und das Ziel ist, nach oben zu kommen. Und die Begegnung ist sehr nett gewesen, dass man da einfach so als kleine Person hochstarrt und diesen Großen sieht, sich zuwinken kann, und das alles im virtuellen Raum. Das Klettern war auch sehr interessant, da hochzukommen, runterzufallen, manchmal wieder aufzustehen. Genau, da seht ihr oben die beiden Perspektiven aus der VR-Brille von den beiden Spielern. Links der Kleine, der klettert, und rechts aus der Perspektive des Großen.
Genau, und das war dieses VR-Spiel, was trotz Corona-Umständen online eigentlich am Ende noch was geworden ist, zu unserer aller Überraschung. Genau, dann gibt es aber auch noch die Serious Games, beziehungsweise die Tools. Es dreht sich nicht alles immer nur um Entertainment bei uns. Tatsächlich gibt es auch andere Anwendungen, wo manchmal einfach spielerische Elemente mit eingebracht werden. Zum einen haben wir hier ein Projekt gehabt, was mit Augmented Reality gearbeitet hat für Developer, um kleine Szenen schnell prototypisch zusammenzubauen, wo man mit dem Tablet eben diese Blöcke fokussiert und dann für jeden Block etwas auswählen kann, ein Modell platzieren kann und so kleine Landschaften oder kleine Level prototypisch schon mal gestalten kann und trotzdem ein haptisches Feedback durch die Blöcke hat und das in der realen Welt platzieren kann. Genau, sowas kommt am Ende zum Beispiel raus. Wir haben das natürlich erstmal nur mit ein paar 3D-Modellen gemacht, jetzt nicht die volle Version, sondern eben nur ein Prototyp erarbeitet. Hier seht ihr zum Beispiel, wie jemand da so einen Block auswählt und etwas platziert und so funktioniert das Ganze und die kann man dann auch mitnehmen in die Welt. Genau. Dann das andere Serious Game quasi, das war ein Projekt, wo wir eine Ausstellung konzipiert haben mit spielerischen Anwendungen. Das Thema war Kryptographie und wir haben uns eine Location ausgesucht und die gesamte Ausstellung konzipiert mit mehreren spielerischen Anwendungen, wovon jeder in der Gruppe eine ausgearbeitet hat. Meins war ein Intro, Outro und Keepsack mit einem roten Faden, der sich durch die gesamte Ausstellung zieht, wo man ein Rätsel für diesen armen kleinen Sith lösen muss, der ganz traurig ist am Anfang. Und zur Belohnung gibt es dann am Ende der Ausstellung eine Postkarte, ausgedruckt mit einem eigenen verschlüsselten Satz zum Mitnehmen nach Hause. War auch ein sehr interessantes Ding, mal wirklich so eine einen realen Raum spielerisch zu gestalten und eben nicht immer nur einen digitalen Raum. So, und dann gehe ich jetzt nochmal ganz kurz auf das Praktikumssemester ein. Das geht 90 Tage, das Praktikum. Und genau, da habe ich eine spielerische Lernanwendung für Kinder gestaltet und konzipiert und programmiert, die für das Kopfrechnen, das Kopfrechnen von Kindern trainieren soll, mit vielen schönen spielerischen Elementen, damit das Ganze auch wirklich ordentlich Spaß macht und süchtig macht. Mathe lernen soll süchtig machen. Und ja, was mir daran sehr gut gefallen hat, ist, dass am Ende mal wirklich so ein gepolischtes Ding rauskam, eben nicht nur ein Prototyp, sondern mal wirklich eine fertige Anwendung, die im App Store hochgeladen wurde und die es zu kaufen gibt. Und das war dann auch sehr befriedigend für mich, mal so den kompletten Prozess davon zu erleben. Genau, und jetzt gerade bin ich an meinem Bachelor-Projekt. Das ist jetzt sehr ungewöhnlich für mich, weil es zum ersten Mal komplett alleine ist. Normalerweise arbeiten wir immer in Gruppen von 4 bis 6 Personen. Und da habe ich mir zum Thema gemacht, ein Environment zu gestalten, ein digitales, das erkundet werden kann und mit dem interagiert werden kann, bestehend aus Partikeln, aus Partikelsystemen. Das heißt, die erstmal soliden Sachen im Environment sollen zum Beispiel auseinanderstreuen oder manipulierbar sein von dem Spieler und es soll eine Art Erlebniswelt geschaffen werden. Auch das lädt jetzt gerade leider nicht. Aber naja, ich hoffe, ihr könnt es euch trotzdem vorstellen. Genau, und der Bachelor besteht im Allgemeinen eben aus diesem Designprojekt. Das geht das ganze Semester. Abgegeben wird die Bachelorarbeit in Form eines Buchs, das dann eben den Prozess dieses Designprojekts dokumentiert und darstellt und das Ergebnis präsentiert. Und am Ende gibt es natürlich wie in jedem Bachelor noch das Kolloquium, wo das verteidigt und präsentiert wird. Und genau, und damit werden wir einmal durch mein gesamtes Studium gegangen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen interessiert. Genau. Vielen, vielen lieben Dank, Sarah. Also ich nehme mit, Mathe machen soll süchtig machen.